Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Bevor der startet, habe ich was richtig, richtig, richtig Cooles für euch. Vor einigen Monaten hatte ich euch ein ganz, ganz ausführliches Video über Lily Silk gezeigt. Und zwar sind das meine Kopfkissenbezüge, die aus Seide sind. Da habe ich euch ganz, ganz, ganz viel zu erzählt. Ich werde euch das Video nochmal unten in die Infobox verlinken. Im Groben zusammengefasst geht es darum, dass Seidenprodukte super gut für Haut und Haare sind. Also dadurch, dass es ja eine ganz glatte Oberfläche ist, rutscht man sozusagen drauf herum, als wie wenn man normales Kopfkissen hat, wo man dann praktisch einen Reibungseffekt hat. Das ist praktisch beim Gesicht so, wenn man einen Reibungseffekt hat, dann hat man halt eher ja, Falten, man sieht zerknautscht aus am Morgen, das hat man eben bei einem Seidenkopfkissen nicht, da rutscht man hin und her und man sieht trotzdem fresh morgens aus und die Haut ist nicht so zerknittert und so weiter. Es ist halt auch ein sehr atmungsaktiver Stoff, wo man halt eben nicht drauf schwitzt und so weiter, was halt immer wieder gut ist für Leute, die Hautprobleme haben, unreine Haut. Also dadurch kann sich das Hautbild um einiges verbessern. Also ich benutze jetzt so ein Kopfkissen schon seit super vielen Monaten. Also ich weiß gar nicht, wann ich euch das erste Mal gezeigt habe. Ich glaube, das war letztes Jahr oder so. Ich glaube, das ist schon über ein Jahr her, dass ich wirklich Seidenkopfkissen benutze und auch so Seidenhaargummis, weil auch für die Haare ist Seide super, super genial. Also gerade wenn man auf ein Seidenkopfkissen schläft, da rubbeln die Haare halt eben nicht hin und her im Schlaf, sondern sie gleiten hin und her. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall einen Effekt, dass ihr weniger Spliss habt, dass die Haare nicht so zerzaust und zerrubbelt und zerknotet sind und genauso auch mit den Haargummis. Also ich merke da auf jeden Fall einen sehr großen Effekt. Ich habe ja hier auch so eine Schlafmütze, die ich immer wieder benutze. Ich benutze sie nicht jede Nacht, aber ich benutze sie sehr, sehr oft. Gerade wenn ich zum Beispiel mir Locken gemacht habe und möchte, dass sie am nächsten Tag immer noch on fleek aussehen, dann mache ich meine ganzen Haare da rein, ziehe das Mützchen an und dann habe ich eben den Effekt, dass hier die Seide mit dem Seidenkopfkissen, dass das einfach nur so aneinander herrutscht. Und meine Haare, wenn ich die am nächsten Tag aufmache, habe ich genauso schöne Locken wie am Vortag. Also mega, mega genial. Ich habe hier auch noch solche Schlafmasken. Das hier ist übrigens die Farbe, die ich euch das letzte Mal gezeigt habe. Und diesmal habe ich hier so ein Weiß. Es gibt aber super, super viele verschiedene Farben bei Lily Silk. Da müsst ihr echt mal vorbeischauen. Und das tut natürlich auch den Augen gut, beziehungsweise auch hier den Wimpern. Also wenn ihr Probleme habt, dass eure Wimpern abbrechen, dass ihr Probleme habt, dass eure Augenbrauen nicht richtig wachsen. Aber gerade mit den Wimpern, das ist wirklich ein Effekt. Dann versucht mal mit Schlafmasken zu schlafen und vorzugsweise welche, die nicht hin und her reiben. Das ist dann noch schlechter, sondern wirklich aus Seide. Bei Lily Silk gibt es wirklich viele, viele, viele andere Produkte. Das ist halt so, das sind die Produkte, auf denen ich so hängen geblieben bin mit Schlafmasken und der Haube und halt eben vor allem den Kopfkissen. Das ist das A und O, das Allerwichtigste. Aber auch hier die Haargummis. Die haben aber auch Seidenpyjama und Bettwäsche und alles mögliche. Also schaut da gerne mal vorbei. Ich bekomme so viele Anfragen, wann ich wieder einen Code habe. Heute. Heute ist es soweit. Ich habe von Lily Silk einen Code bekommen und zwar satte 15%. Und wirklich, das ist echte, richtige Seide. Keine Billigqualität oder. Deswegen ist es sehr cool, dass man sich da satte 15% sparen kann. Ich finde das mega. Ich werde euch in die Infobox den Link reinsetzen, meinen Code reinsetzen, alles Mögliche. Und dann wünsche ich euch da auf jeden Fall viel Spaß beim Shoppen. Hier nochmal mein Kopfkissen. Nicht wundern, dieses Weiß ist halt sehr, das ist halt so nicht durchsichtig an sich, aber es ist halt ein sehr feines, glattes Material. Und bei mir steht halt in einer dicken, fetten, grünen Schrift was auf meinem Kopfkissen. Deswegen sieht es gerade blöd aus. Also das gehört nicht dazu. Es ist wirklich einfach schön glatt. Ich habe ja auch ganz viele Kopfkissen in dieser Farbe. Das sind so meine Lieblinge, eben in diesem ja, Silber, Hellgrau. Es gibt aber auch noch wirklich, wie gesagt, viele, viele andere Farben. Und hier sind teilweise sind da Bestickungen drin, gibt es aber auch ohne und in ganz vielen verschiedenen Farben. Dann gibt es welche zum Einklappen, aber auch welche mit Reißverschluss. Also wie man mag, die Auswahl ist wirklich riesig. Übrigens kommt alles immer in so süßen Kartons, schön verpackt, also auch perfekt zum Verschenken für Weihnachten. Hier ist Seidenpapier und alles noch mit drin. Genau, also wenn ihr da was bestellt, dann kriegt ihr das auch schön verpackt und könnt das auch weiter verschenken, wenn ihr möchtet. Es gibt übrigens auch was Neues.
Und zwar diesen Bra. Das ist eine Einheitsgröße. Da sind Cups drin und es gibt noch mehrere Cups, die man reinlegen kann sozusagen. Das ist jetzt hier nicht das ultimative Modell. Mir geht es aber darum, euch einfach nur zu zeigen, das ist das erste Modell, also der erste Bra, den sie haben. Dieser Bra fühlt sich an, als ob man nichts an hätte. Und der hat diese glatten Übergänge. Sowohl oben an den Seiten, hinten, überall sind diese glatten Übergänge. Und wenn man wirklich jetzt ein richtig schönes, knackiges, enges Oberteil anhat, Kleid anhat, wie auch immer, wo man einfach nicht möchte, dass irgendwelche Bra-Sachen zu sehen sind. Zum Beispiel auf der Rückseite hat man ja dann immer Verschluss und Co. Das ist jetzt hier nicht so. Das sieht von hinten genauso aus wie von vorne. Und ja, wenn man da irgendwas braucht zum Drunterziehen, wo einfach wirklich alles glatt ist, wie wenn man nichts drunter hätte, dafür ist der gedacht. Also auch sehr, sehr schön und super, super weich vom Material. Ja, ihr Lieben, schaut gerne mal in meinem letzten Video vorbei. Ich werde es euch unten verlinken, wenn ihr da nochmal detailliertere Infos haben möchtet, wie krass sich meine Haut und meine Haare auch dadurch verbessert haben. Weil das ist wirklich so ein krasser Effekt, wenn ihr euch nicht mehr zu Tode rubbelt nachts mit irgendwelchen Kopfkissen, sondern wirklich schön gleitet, eure Haut schön glatt. Das ist halt auch wirklich ein Anti-Aging-Effekt, dadurch, dass ihr nicht mehr am Rumrubbeln seid, eure Härchen, meine Babyhaare, das ist nicht mehr menschlich. Ihr seht es in meinen Vlogs immer, wenn die frisch gewaschen sind, habe ich solche Babyhaare, die wachsen wie Unkraut. Das ist nicht mehr normal und das ist wirklich der Fall, seitdem ich auf solchen Seidenkopfkissen schlafe. Also ein ganz, ganz, ganz genialer Effekt. Ich habe auch keinen Spliss oder irgendwas. Meine Haare sind super gesund. Meine Haut ist schön. Also wenn ihr irgendwelche Probleme habt mit Haut und Haaren, dann kann es tatsächlich einfach nur was ganz Simples sein und zwar ein Kopfkissen. Ganz wichtig, regelmäßig wechseln. Ich schlafe maximal 2 Tage auf einer Seite, dann drehe ich mein Kopfkissen um, schlafe da nochmal so 2 Tage und dann kommt es direkt ab in die Waschmaschine. Also das ist auch ganz wichtig, weil man verliert in der Nacht trotzdem Hautschuppen, Schweiß, wie auch immer. Und ihr legt euch am nächsten Tag wieder da rein und wieder und wieder und wieder. Deswegen ist nicht so cool für die Haut, gerade für Leute, die Hautprobleme haben. Probiert das mal wirklich, regelmäßig eure Kopfkissen zu wechseln. Und regelmäßig ist wirklich nicht alle 2 Wochen oder sowas, sondern wirklich alle paar Tage. Deswegen, also ganz große Liebe, ganz große Herzensempfehlung, was ich seit Monaten verwende, dass ich euch diesen Code weitergeben kann, ist einfach nur nochmal die Kirsche auf der Sahnetorte. Deswegen schaut euch gerne mal vorbei, probiert es gerne aus und nutzt gerne meinen Code. Ihr Lieben, für euch geht es jetzt mit dem Vlog weiter. Ja. So, geh mal gucken. Mach mal Licht an. Okay. Kick. Samu, komm. Samu, komm. Ja. Samu! Was ist das? Was ist das? Das weiß ich noch nicht. Da ist ja die Liberty drauf. Ja. Oh mein Gott. Und der neue Zerbrechen. Da hatte Nikolaus gewusst, dass du die Liberty so gerne magst, gell? Mhm. Wow. Was Samu, komm mal drinne? Her. Das sind, glaube ich, Überraschungseier. Samu! Was? Samu, guck mal, auf. Ich will das hier. Du willst das hier? Ja. Mhm. Wow. Nimm mal auf. Schwieriges Papier, gell? Ja, ein schweres Papier. Wow. Ganz. Das ist für euch. Ich lese es für euch beide zusammen, ja? Beide zusammen. Überraschungsei. Wow. Tütchen. Aha. Ich hab hier was. Was? Mama. Wow, ein Quetschi. Dann willst du das haben. So, ein ganz, ganz, ganz schneller, knackiger Haul. Ich habe die Jungs in den Kindergarten gebracht, war ungefähr 10 Minuten da und dann bin ich auch schon losgezogen. Ich war jetzt kurz im Lidl gewesen und zwar
In erster Linie wegen diesen Pullis, die sind so schön aus Vlies. Ich fand die so, so nice, dass ich sie direkt für beide Jungs mitgenommen habe. Aber auch schon in den größeren Größen. Also hier 98-104 für den Samu. Der trägt ja eigentlich eher so, ja, zwischen 92 und 98. Eine kleine 98, sage ich mal so. Aber es ist nicht schlimm, wenn so ein Pulli ein bisschen oversized ist. Nicht schlimm. Und für den Lias 110, 116. Dann habe ich das hier gesehen. Ich habe ja gerade ein Problem mit den ganzen Lichterketten. Und das finde ich sehr, sehr cool. Da kann ich dir nämlich da einstöpseln und habe dann eine Fernbedienung für alle. Das ist sehr cool. Schau mal. Zweimal Fleischwurst hier für meinen Mann, für Lias und Samu später. Heute gibt es Lachs, habe ich mal mitgenommen, und zwar zusammen mit diesen Kartoffelspalten. Ich sage immer Eckkartoffeln. Frühlingswerk habe ich noch dazu gekauft und ich habe gesehen, es gibt diese Käsetortellini. Die kaufe ich ja eigentlich immer bei DM. Jetzt möchte ich die mal die nächsten Tage austesten. Und dreimal habe ich die Dinger hier mitgenommen. Die sind unverschämt teuer, aber die sind sehr, sehr praktisch für den Samu zum Mitgeben, weil die sind so klein, sind dann nicht diese großen Riegeln und dann hat er so ein bisschen was dann in seiner Box. Genau, das war es eigentlich schon. Ach so, und jede Menge Chips habe ich mitgenommen, meine Lieblingschips von Chio. Die kosten ja normalerweise 1,99 und die sind gerade für 99 Cent im Angebot. Deswegen habe ich da auch ein paar Tüten mitgenommen und ich habe hier noch ein bisschen Zeugs für meine Schwester mitgenommen. Hat sie eine Bestellung aufgegeben, genau. Ja, verräume ich mal und dann wird endlich gefrühstückt. Hallo ihr Lieben, wir haben Montag, 11 Uhr, mein Mann geht gerade den Samu abholen. Die haben gesagt, heute wieder so bis um 11 circa, also 5 vor 11, er geht ihn jetzt holen. Ich habe noch gar nichts gemacht, ich wollte eigentlich unbedingt mein Video zumindest drehen, das was ich heute, weil ich habe diese Woche irgendwie lauter YouTube-Kooperation die komplette Woche ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall muss ich jetzt gleich mal was drehen oder mein Video schneiden. Aber mein Mann hat ja heute und morgen Urlaub, deswegen ist es jetzt nicht so dramatisch. Wir saßen nämlich eigentlich, seitdem ich habe die Einkäufe weggeräumt und dann haben wir uns was zu frühstücken gemacht und wir saßen jetzt die ganze Zeit hier am Tisch und haben gequatscht. Unter anderem wegen Urlaub, weil wir würden ja gerne nach der Hochzeit in Urlaub fliegen, dass wir mal unseren ersten richtigen Familienurlaub machen. Aber im Juni, Juli ist es so relativ heiß überall und es ist auch extrem teuer. Und mit dem Urlaub ist auch immer ein bisschen schwierig, halt eben von meinem Mann halt her. Und dann haben wir gesagt, ja, September wäre eigentlich ganz gut. Ja, ich hätte total Lust auf so am liebsten Amerika. Aber das kann ich mir mit den Kindern auf gar keinen Fall antun. Also wirklich nicht. Das ist ein zu langer Flug. Vielleicht, wenn die dann älter sind oder so, keine Ahnung. Oder ich mache mal einen Kurztrip mit meiner Schwester. Jetzt sind wir als wieder am Überlegen, so sowas wie Dubai und Ägypten, wo wir schon mal waren, war ja auch mega. Aber das ist alles in diesen Jahreszeiten, es ist einfach zu heiß. Du kannst da nicht hin. Also selbst September hat man da noch 40 Grad. Das ist einfach unerträglich. Das möchte ich uns nicht antun. Mein Mann ist total für Türkei, weil wir hatten ja schon mal einen Türkei-Urlaub mit dem Lias und es war einfach nur sensationell. Also es war wirklich so schön gewesen. Und vom Wetter her ist es im September so um die 30 Grad, also auch total erträglich. Es ist kein weiter Flug und wir wollen halt wirklich einfach nur einen Strandurlaub haben mit einem All-Inclusive-Hotel und das war's. Und dafür ist es eigentlich sehr schön. Ich hätte auch Lust auf so Spanien oder so, aber mein Mann meint auch, dass Spanien einfach die letzten Jahre so, so, so explodiert ist von den Preisen, dass wir als vierköpfige Familie wirklich am, also er hat gemeint, der hat schon geschaut, also da bist du wirklich bei 7.000, 8.000 Euro, wenn du wirklich sowas machst, was wir uns vorstellen. Wir wollen schon so mindestens 10 Tage und es soll halt wirklich ein All-Inclusive-Hotel sein mit allem drum und dran. Sorglos-Paket. Genau, und da zahlt man anscheinend wirklich so viel, das finde ich voll krass, also völlig absurd. Letzten Endes ist es mir egal, in welchem Land wir sind. Es soll einfach nur von der Flugzeit nicht mehr als 5 Stunden sein. Und es soll einfach warm sein, schönes Wetter, aber auch nicht zu übertrieben, dass man irgendwie nicht atmen kann. Also sowas wie Dubai funktioniert halt einfach nicht in der Zeit, wo wir uns das vorstellen.
ja, so August, September rum, wird wahrscheinlich wieder auf Türkei hinauslaufen, weil alles andere ist irgendwie so, hat immer irgendwelche Nachteile und von der Türkei her haben wir eigentlich jetzt nur Vorteile. Deswegen wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, aber mal sehen. Ja. Ich gehe jetzt mal drehen, vielleicht auch schon fürs morgige Video oder übermorgen. Muss mal gucken, ob ich schon alle Briefings habe. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe mich die letzten Tage nur mit Geburtstag und Weihnachtsdeko beschäftigt. Es ist so schön. Mein Mann hat schon gesagt, schalt die Lichter wieder aus, Stromverschwendung. Der hat hier gestern 10 Minuten gebraucht, um alle Lichter auszuschalten. Ach, gut. Ja, wenn ich mein Video fertig habe, dann werde ich hier mal die Lichterkette dran machen an die große Fensterfront. Und bei den Jungs werde ich später machen, wenn der Lias wieder da ist. Ich habe ihm nämlich versprochen, dass ich nicht anfange, bevor er da ist. Ja, also bin ich für den Nachmittag mit dem Lias dann oben beschäftigt, mit Lichterketten und den Fensterbildern und so weiter. Und so. Ja, Nikolaus war echt cool gewesen heute Morgen. Die haben sich natürlich sehr, sehr, sehr gefreut. Der Lias hat hier seins schon gebunkert und er hat gesagt, das darf der Samu nicht anfassen. Ich glaube, ich sollte die auch mal zur Seite stellen. Ach nee, er hat das hingestellt für Samu in die Spielecke und seins hat er dort stehen lassen. Okay. ja. Aber es ist viel zu viel, weil wer soll, also jetzt mal im Ernst. Das Ding ist, mein Mann ist überhaupt kein Schokoladenesser. Überhaupt gar nicht. Der ist so Haribo. Und ich bin so, ich esse alles gerne, aber ich esse alles so wirklich so in Maßen. Also wenn ich eine Chipshüte aufmache und eine Handvoll gegessen habe, dann reicht mir das schon. Ich bin halt so jemand, ich nehme mir dann abends auf die Couch Chipstüte und Schokolade und Popcorn und dies und das und das. Ich habe dann irgendwie so 5 verschiedene Sachen dort liegen, aber ich nehme von allem immer nur ein bisschen. Also ich könnte so Nikolaus aufzuessen, das dauert bei mir also ewig, wirklich ewig. Deswegen, der Lias isst schon Schokolade, ja, aber ich kann ihn ja jetzt hier nicht jeden Tag vollstopfen. Also, und der Samu, der isst noch überhaupt gar keine Schokolade. Nicht, weil er es nicht darf. Wir haben ihm sehr wohl immer mal was gegeben, wenn er was vom Lias halt haben wollte. Wenn er gesehen hat, der Lias isst gerade irgendwie ein Überraschungsei zum Beispiel, wollten wir es ihm nicht verbieten, haben ihm auch immer ein kleines Stück gegeben. Aber er nimmt es in den Mund, voller Begeisterung, und spuckt es dann wieder aus. Er mag keine Schokolade. Wir werden auf jeden Fall die nächsten Monate uns langsam durchessen. Ich werde auf jeden Fall zu Weihnachten auch irgendwie eine Schokoschale dann hinstellen, wenn alle da sind. Joa, ich gehe jetzt mal hoch, fange an zu drehen und dann muss ich mal ein Video schneiden und. Ist ein bisschen was zu tun. Und dann mache ich mich an die Lichterketten wieder dran. Geh, Miami, willst du raus? Ist so schöner Sonnenschein gerade. Ich habe erst die Fenster geputzt und die sind schon wieder... Sieht es wahrscheinlich gar nicht in der Kamera, aber das sind Samus Fingerchen. So, willst du raus? Ich mach dir mal ein Stück hier. Oh, in der Sonne, das ist richtig angenehm. Oh mein Gott, wie schön. Komm, Miami. Das war ein Ja. Oh, Weihnachtsbaum. Ah, ich muss noch die Decke für unten drunter dann machen, aber ich mache das erstmal jetzt gleich mit diesen Lichtschaltern, die ich da geholt habe. Das ist nämlich viel, 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 viel besser. Ich habe ja, habe ich das erzählt? Ich glaube, ich habe es gar nicht erzählt. Ich hatte letztes Jahr diese Lichterkette, ich glaube, das sind 300 Lichter, 350, irgendwie sowas. Und es hat nie so richtig gelangt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, so, es ist ein Ticken zu wenig. Und ich habe dieses Jahr 2 Lichterketten genommen. Weil ich habe die mit der 300 irgendwas angefangen. Und dann war es so bis hierhin ungefähr. Und dann hat mir noch ein Stück gefehlt. Dann habe ich noch eine zweite angefangen, eine kleinere mit, ich glaube, die 140er oder sowas habe ich genommen. Jetzt habe ich aber natürlich hinten 2 Steckdosen drin. Und das Blöde ist, die untere, die lange Lichterkette, die hat nämlich so eine Fernbedienung, wo ich dann auch einstellen kann. Ach, hier ist sie doch. Wo ich dann auch einstellen kann mit schneller und langsamer und blinken oder einfach nur leuchten und so weiter. Richtig cool. Und die obere, die kurze, die hatte das eben nicht. Und ich hatte nichts mehr da gehabt und ich wollte nicht jetzt den Baum einfach stehen lassen und bis heute warten. Hätte ich auch machen können, aber ich wollte es halt dann auch weghaben. Und ich hatte halt keine kurze Lichterkette mehr, die so eine Funktion hatte. Ja, deswegen, ich habe da hinten jetzt so ein Verlängerungskabel drin und das möchte ich weghaben. Ich mache diese Dinger gleich rein und mache das alles nochmal sauber. Und dann kann ich die Decke drunter machen und dann ist auch alles fein. Ich liebe, liebe, liebe diesen Baum. Ich finde den so, so, so nice. Der hat ja hier dieses Schnee drauf. Und ich finde das so cool.
Naja, ich höre mal auf zu quasseln, fange mit der Arbeit an, dass ich fertig bin in den nächsten 4 Stunden, bis der Elias kommt. Das ist der Plan. Und dass ich bis dahin mit der Arbeit fertig bin, mit Video und Co., dass ich mich mit ihm dann ganz in Ruhe beschäftigen kann mit der restlichen Weihnachtsdeko. So, meine Güte, ihr Lieben, ich melde mich später wieder. So, Mittagessen ist fertig. Einmal Eckkartoffel mit diesem Kräuterquark, ja, beziehungsweise Frühlingsquark, Lachs und dieser Lachs-Dill-Soße. Genau, ja, das lassen wir uns jetzt mal schmecken. So, wir haben gerade gegessen, es war richtig, richtig lecker. Ich habe mittlerweile, wir haben schon 3:45, der Elias wird gerade von meinem Mann abgeholt. Ich habe mein Video schon, also alles gedreht und schon geschnitten. Das ist immer noch am Hochladen, weil unser Internet heute wieder gruselig schlecht ist. Also absolute Katastrophe. Naja, ich habe, der Samu hat auch gerade diese Eckkartoffeln gegessen. Lachs wollte er nicht. Aber er hat zumindest die Kartoffeln gegessen. Ich habe jetzt gerade hier diese Dinger eingestöpselt und es funktioniert einwandfrei, richtig genial. Ich habe die jetzt hinter einen Baum gemacht. Ich habe übrigens hier eine neue Kerze vorhin angemacht. Die Warm Cashmere von Yankee Candle. Die ist richtig, richtig lecker. Sam guckt seinen Sam gerade. Genau, ich habe hier gerade alles eingestöpselt. Und zwar einfach jetzt habe ich hier so eine Fernbedienung. Und da kann ich dann jederzeit so machen. Also wirklich perfekt, genau das, was ich wollte. Ich habe ja schon gesagt, ich habe 2 verschiedene drin gehabt und wir mussten jetzt dann praktisch gestern an der Steckdose hinterm Baum die Steckdose rausziehen und da habe ich keine Lust drauf, jedes Mal den Baum irgendwie zu verschieben oder da dran zu kommen und so weiter. Deswegen Fernbedienung, beste. Genau, und jetzt werde ich mich an die Gardinenstange dran machen. Und zwar muss ich die hinteren Gardinen, also die normalen Gardinen, auf die, mache ich das so oder so rum? Jetzt bin ich gerade selber im Überlegen. Genau, die hinteren muss ich auch nach vorne, also dass die normalen Gardinen und die Vorhänge auf der vorderen Stange sind, dass die hintere Stange frei ist für dann eben die Lichterkette. Genau, die habe ich hier auch am Start. Ich bin am Überlegen, dass ich die auch mit diesen Dings einstöpsel. Dann habe ich nämlich die Fernbedienung, wo ich dann den Baum und diese große Fensterfront bedienen kann. Ich glaube, das ist auch ganz cool. Das werde ich auch machen, weil ich habe ja noch 2 davon. Weil sonst habe ich hier unten nichts mit Steckdose. Das Einzige, was Steckdose betrieben ist, sind diese Dinger hier. Und dann auch der Treppenlauf, wo die Lichterkette drum gewickelt ist. Das führt aber alles nach oben in mein Zimmer. Weil richtig blöd geplant, wir haben aber auch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wir haben hier in diesem Bereich, also wir haben hier Steckdosen oder dann wieder vorne im Flur, also hier zum Beispiel. Aber an dieser Wand hier oder hier dazwischen haben wir keine Steckdose. Also hier unten, oben schon. Weil wir uns gedacht haben, ah, wir wollen ja hier eh die Kinderspielecke machen. Wenn da eine Steckdose ist, ist ja ganz blöd. Aber ganz ehrlich, man hat so oft, braucht man irgendwie eine Steckdose. Deswegen, gerade was so Deko angeht, ich würde, wenn ich nochmal bauen würde, viel mehr Steckdosen planen. Wir haben schon viele, so ist es nicht. Wir haben ja auch hier dann zum Beispiel 2 Steckdosen. Hinten in der Ecke an der Couch haben wir 2 Steckdosen. Hier haben wir 2 Steckdosen. In der Küche sowieso jede Menge. Also wir haben schon genug, es ist nicht so. Und sind auch nie alle besetzt. Die hier unten zum Beispiel sind eigentlich nie besetzt. Aber für so Lichterkettengeschichte wäre es ganz cool, wenn man was hier im Treppenhaus gehabt hätte. Also hier unten in dem Bereich zumindest wäre ganz cool gewesen. Weil man kann ja immer diese Kindersicherung reinmachen, also ja, so unter der Treppe in der Ecke, das wäre ganz cool gewesen eigentlich. Aber egal, ist so. So, ich werde jetzt erstmal die Gardinen nach vorne ziehen, beziehungsweise nach vorne holen und dann die Lichter dran machen. Oh, ich freue mich richtig. Das ist so einer mit meiner Lieblingselemente, weil ich liebe Lichterketten, alles, was damit Lichter zu tun hat. Ich habe zu meinem Mann schon gerade gesagt, es wird langsam dunkel, von wegen ist noch hell draußen, aber es ist so, es hat den ganzen Tag, hat die Sonne geschienen, richtig, richtig nice, also richtig schöner Sonnenschein war gewesen. Aber die ist jetzt weg, so seit einer halben Stunde und habe ich gesagt, jetzt wird es langsam dunkel, wir können die Lichter anmachen, mein Mann kriegt die Krise.
Der sagt immer, der Dezember, der ruiniert die Menschen, so hohe Stromkosten. Ich weiß gar nicht, ob so eine Lichterkette super viel Strom frisst. Ich glaube nicht, aber selbst wenn, es gehört einfach dazu. Ach, den hier habe ich übrigens noch runtergeholt. Den habe ich noch bei mir im Zimmer gefunden und vergessen. Süßling, jetzt hängt er hier und baumelt. Voll goldig. So, ich mache das mal, dann zeige ich euch das Endergebnis. So, dann melde ich mich wieder. Ich bin gerade dabei, meinen Blog online zu stellen. Ich habe total vergessen, euch die Sachen zu zeigen, weil als ich die Lichter dran gemacht hatte, sind mein Mann und der Elias gerade reingekommen und dann haben wir hier eigentlich die ganze Zeit gespielt, gemacht, getan. Meine Schwester war gerade da. Ich wollte es euch nur mal kurz zeigen. So sieht es aus. Richtig schön. Es ist eigentlich nur eine Lichterkette, die ist aneinander in so Rautenform und die kann man dann wie so einen Vorhang aufziehen. Genau, richtig schön. Und ich habe auch diese Decke unten hingelegt. Ich finde die aber echt klein. Also ich könnte die mir noch locker 20 cm größer vorstellen. Also wirklich an jeder Seite so 10 cm. Die ist mir irgendwie zu winzig. Die sieht sehr schön aus. Ich muss nur mal gucken, ob ich die vielleicht größer irgendwie bekomme, weil die ist wirklich klein. Ja. Also die sollte halt schon vom Baum her eben herausragen. Aber sonst ist die schön. Die ist richtig schön weich. Ja, ich habe jetzt meinen Vlog soweit bearbeitet. Ich muss noch das Thumbnail machen, dann kann ich es online stellen. Und deswegen geht es für mich jetzt ab in die Badewanne.